Einen wunderschönen guten Abend da draußen. Wir können vielleicht einmal auf die erste Spielrunde gucken. Wir werden im Live-Spiel mit Vitrex gegen Insurance starten und jetzt Carl Zeiss Jena gegen Aachen. Genau, wir gucken uns mal ein Tor aus der ersten Spielrunde an. Wir haben mal das 1-0 von Jena. Sehr schön. Dann lassen wir das doch mal direkt laufen. Hier sind die Trikots tatsächlich dann auch nochmal anders. Verrückte Geschichte, aber schön durchgesteckt, über die linke Außenbahn reingekommen. Da war der Platz in der Box, der Verteidiger nicht am Mann. Und dementsprechend dann also der schnelle Treffer. Wir werden live verfolgen den FSV Stadeln gegen den SV Fortuna Bottrop. Und auf der anderen Seite haben wir eine Begegnung aus der Community, aus den Community-Teams. Ne, da gibt es All for One Gaming gegen Elite Bomber, die wir uns entsprechend angucken. Mal noch eine andere Frage, Steve. Du hast gerade eben gesagt, du spielst gar nicht mehr so oft Pro Clubs. Was ist denn da los? Ja, das ist das ist aber ein bitterer Ball. 2-0. Wir gucken einmal auf die Gruppenspiele. Dritter Spieltag. Wir werden live verfolgen Penta gegen Venice aus der Gruppe D. Dieses Mal das Spiel AK gegen Digital. Also Venice mit dem Aufbau über die Mitte. Schön mit der Hacke weitergelegt. Und das ist die Führung für Venice. Und das war sehr schön gezaubert. Am vierten Spieltag schauen wir uns Equality tatsächlich auch gegen Paderborn an. Und wir gucken gleich mal rein, was der FC Galaxy Steinfurt macht gegen den FSV Stadion. Das ist aber halt auch, glaube ich, das, was den Pro-Club so besonders macht von den Taktiken. Jetzt haben wir das 1-0 für Stadeln gegen Galaxy Steinfurt, die zweite. Gut rausgespielt, nochmal quergelegt. Jetzt geht's um die Wurst, letzter Spieltag. Wir gucken uns an, das Team Goa gegen die Outrage Crew und wir gucken auf Gütersloh gegen Hessen Kassel. Idee über die Außen ist sehr gut. Machen sofort wieder das Pressing. Jetzt gibt's die gute Möglichkeit und jetzt gibt's den Treffer. Goa, 18. Spielminute, 1-0. Wir haben die Viertelfinalbegegnungen zusammen. Wir sehen Hessen Kassel gegen Carl Zeiss Jena. Und Digital gegen Stadeln. Kassel, Jena, eigentlich auch wirklich ein tolles Viertelfinale. Oh, da gibt es die nächste Möglichkeit für Jena aus kurzer Distanz. Normalerweise ist sowas immer drin, aber was ist denn das für ein zweiter Ball? Holla! 1-0, Carl Zeiss Jena. Wir sehen aber jetzt erstmal unsere Halbfinalpartie. Carl Zeiss Jena eSports gegen Digital Sports und Equality gegen Team Goa. Ah, schön da hier der Übersteiger-Treffer zählt. 1-0, 35. Spielminute. Na, die bauen das stark auf. Otto geht hinein, kann sich gegen den ersten durchsetzen, kann sich irgendwo auch gegen den zweiten durchsetzen und zieht den Elfmeter. Und da haben wir wieder die Ballrolle. Zieht den Elfmeter und Jena gleich aus. Zweite Halbzeit geht gleich an den Start. Sehen wir vorher noch was? Der Schiri pfeift, der Schiri zeigt und ich glaube auf den Punkt. Ich glaube auf den Punkt und genauso ist es. Es gibt Elfmeter für Digital Sports. Also wenn wir die Wiederholung haben von der Regie später, wäre voll. Boah! Und er hält ihn. Wahnsinn. Boah! Marc! Jetzt kommt's auch an. Jetzt Vorteil Digital. Ist das die Entscheidung für Digital? Es ist die Entscheidung. Digital eSports mit 3-2 setzt sich durch. Im Elfmeterschießen zieht ins Finale gegen Equality. Und Schluss, Jena, Platz 3, GG. Tolles Turnier, am Ende belohnen sie sich mit Platz 3. Wir gehen rüber ins Finale. Und wir starten mit einem 1-0. Boah, das geht doch mal gut los. Digital Sports, wenige Minuten hättet ihr gerne durchlaufen lassen können. So ein bisschen kommt es gerade zur Ruhe, das Spiel, oder wird zumindest
etwas der Drive rausgenommen. 1:1. 15. Spielminute. Comeback von Equality. Richtig, richtig gut. Was wir noch suchen, ist ein Sieger in diesem Finale. Besinho auf D-Mox, D-Mox auf Andy, abseits. Nein? Nee. Was? Okay. Nee, sobald die Zahl oben siehst, kannst du sagen, kannst du eingucken. Ja, da ging aber, also ging da nicht eine Fahne? Steil, da unten läuft einer durch. Vince nochmal auf Real. Vince! Was für eine Parade. Herzlichen Glückwunsch an Digital Sports. Wir haben einen Gewinner. Danke, danke, danke. Gute Nacht und bis bald. Bis bald.